Guten Morgen, meine Lieben. Mittwoch, Zeit für unser Spontan-Orakel. Wir schauen, was der Tag bereithält. Es gibt eine Überschrift aus dem Krafttierdeck von Thomas Raschke. Und dann lege ich ein keltisches Kreuz mit den Licht und Schatten. Moment, ich muss jetzt selber raufgucken. Nicht, dass ich euch hier was Falsches sage. Licht und Schatten, Linne Mordeck von Angelina Schulze aus dem Angelina Schulze Verlag. Und zum Abschluss werde ich noch 3 Karten aus dem Sacred Forest Deck dazu nehmen. Wir schauen, was hält der Tag bereit. Diesmal brauchen wir keinen Zeitstempel, weil es hier hintereinander losgeht. Das heißt, ich beginne hier gleich mit der Überschriftskarte vorweg. Nur nochmal mein ganz herzliches Dankeschön an euch alle für jeden Daumen hoch, für jeden netten Kommentar und fürs Aktivieren des Glöckchens. Danke euch allen. Ihr helft mir damit weiterzukommen und das ist eure Anerkennung für mich. Vielen Dank. Und jetzt schauen wir, welches Krafttier begleitet uns. Wow, da haben wir den wunderschönen Schmetterling mit der Überschrift Transformation. Gut, diese Überschrift ist eigentlich sehr, sehr aussagekräftig. Das heißt, wir gehen alle in eine Zeit der Veränderung. Es ist Zeit für Veränderung. Und das kleine Büchlein sagt dazu, die schwersten Schritte sind getan. Alles andere kommt nun von allein. Fang an zu fliegen und sei gespannt, wohin der Wind dich treibt. Egal wohin es dich weht, du wirst immer auf einer Blume landen. Eine wunderschöne Erklärung, wie ich finde. Also egal, wie diese Transformation verläuft, das heißt, Transformationen können auch mit Tiefen, nicht nur mit Höhen verbunden sein. Aber egal, wie sie verläuft, es geht ins Positive. Und das Grundthema, mit dem Grundthema sehen wir hier mit dem Blumenstrauß. Es ist schon so, dass hier Überraschungen auf euch warten. Überraschungen, Einladungen, Geschenke. Hier ist etwas, worüber man sich freuen kann, wo man sagt, wir schauen mal. Das Grundthema wird unterstützt mit der Karte der Wolken. Das heißt, ihr seid hier noch in einer Phase, wo man nicht so recht den Durchblick hat. Man steckt hier noch so ein bisschen in den dunklen Wolken fest und erkennt noch nicht, dahinter kommt doch wieder die Helligkeit. Aber vertraut darauf, dass hier mit dem Grundthema ja auch gesagt wird, es wartet ja hier Einladung und Geschenke. Und euer Ziel sollte mit dem Kind sein, in diesen Neuanfang zu starten. Das heißt, diese Transformation hier wirklich zu begrüßen, zu sagen, ja, genau da will ich hin. Genau das ist das, wo ich mich sehe. Und wir schauen, welche Einflüsse kommen hier noch von außen. Diese Einflüsse, die sich hier zeigen, entspringen eurer eigenen Sehnsucht. Das heißt, hier spielen eure Sehnsüchte eine ganz große Rolle. Ich muss mal ein bisschen noch verstellen, damit ihr das alles gut seht. Eure Sehnsüchte haben hier, wie gesagt, einen großen Einfluss noch auf das Geschehen, also auf das, was hier wirklich noch auf euch wartet und was man hier gut erkennen kann. Die Vergangenheit hält hier bestimmt auch so ein paar Dinge noch bereit, die euch hier das Ganze so ein bisschen im Unklaren lassen. Das heißt, hier sind einfach eure Bedenken. Ja, und da sehen wir, diese Einflüsse aus der Vergangenheit, das gab einfach ganz viele Diskussionen. Es gab viele Auseinandersetzungen. Vielleicht für eure Idee der Transformation, für eure Idee zu sagen,
ich habe die und die, ja, ich habe den und den Weg vor mir. Ich will hier in diesen Neuanfang. Das wurde mitunter von außen belächelt. Belächelt oder auch stark kritisiert, was dann auch zu Auseinandersetzungen geführt hat. Aber wichtig ist, wir schauen mal, was hier als nächstes wirklich kommt. Was ist es denn, was hier eigentlich auf euch zukommt, wo ihr sagen könnt, das ist aber das, was ich anstrebe. Das ist das, was ich haben will, was für mich wichtig ist. Das schauen wir uns jetzt hier an. Und da sehen wir, sehr passend zum Neuanfang, die positiven Veränderungen. Die positiven Veränderungen, die sich eigentlich hier mit dem Neuanfang noch verstärkt darstellen. Das heißt, diese Transformation, die hier vorausgesagt wird, die könnt ihr begrüßen, die könnt ihr annehmen. Ihr könnt hier rauskommen aus den dunklen Wolken, reingehen in die Klarheit und wirklich diese Diskussionen, diese Streitgespräche hinter euch lassen. Ihr müsst im Grunde genommen erkennen, dass es sich hier wirklich um eure Herzenswünsche handelt. Dass das, was ihr jetzt anstrebt, euren Herzenswünschen entspricht. Und da müsst ihr vielleicht auch mal egoistisch vorgehen. Wirklich sagen, es ist jetzt mein Traum, den ich mir hier erfüllen möchte. Es ist mein Traum, den ich jetzt verwirklichen möchte. Und im Grunde genommen sieht man das Umfeld um dich herum, Menschen, die dir nahestehen, dass diese dafür auch Verständnis haben. Sie wünschen dir das Glück. Sie wünschen dir positive Veränderungen. Und treue, loyale Freunde werden dich auch unterstützen und dich begleiten und dir einfach im Grunde genommen sagen, folge deiner Intuition. Komm raus aus diesen Sehnsüchten, setze sie um. Setze diese Sehnsüchte um und komm damit in diesen wunderbaren Neuanfang, der sich hier zeigt. Und auch wenn es hier immer noch wiederum so ein paar Ängste bei dir wachrüttelt, wo man so denkt, oh Mann, ich entscheide jetzt für mich allein, ist es wirklich der richtige Weg? Vertraut darauf. Führt Gespräche mit Menschen, die euch wirklich hilfreich zur Seite stehen. Diese helfen euch und unterstützen euch und befürworten eigentlich auch eure Entscheidung, weil sie erkennen, dass das ein Traum von euch ist und immer schon war. Und wer euch, wem ihr persönlich am Herzen liegt, der wünscht sich für euch das größte Glück. Und daran erkennt ihr, wer sind die wahren Freunde? Und der Ausblick, den ihr mit diesem Neuanfang, mit diesen positiven Veränderungen, mit Herzenswünschen erreichen könnt, ist Stabilität, Gesundung, Kraft, Wachstum. Ihr könnt wirklich über euch hinauswachsen. Ihr könnt erkennen, dass hier Wunderbares auf euch zukommt und ihr könnt es annehmen und begrüßen. Und damit, und schaut euch das an, und damit wirklich zu Glück und Erfolg finden. Also besser kann ein keltisches Kreuz euch diese Transformation nicht darstellen. Wehrt euch gegen Skeptiker. Schaut nach vorne, kommt raus aus dieser Unsicherheit, aus Unklarheiten, erkennt, dass hier Geschenke, Überraschungen auf euch warten.
Neuanfang, positive Veränderungen und Glück und Erfolg. Also traumhafte Legung für den Mittwoch. Und wir schauen jetzt noch in die drei Karten aus dem Sacred Forest. Aber ich denke, da haben wir schon die erste. Da haben wir die Freiheit. Sehr passend. Vielleicht ist es so, dass diejenigen, die euch reinreden, die es euch mies machen wollen, dass die nicht loslassen können. Die Gnade. Und eine Karte bitte noch. Auch das, finde ich, sind immer sehr aussagekräftige Karten. Und auch von der Gestaltung wirklich wunderschön gemacht. Und da haben wir noch die Familie. Ja, die Freiheit. Die Freiheit erreichst du natürlich, indem du in die Transformation gehst, ne? Und wir schauen trotzdem mal hier kurz rein, was die Botschaft sagt. Was auch immer sich in deinem Leben zugetragen hat, finde in deine angeborene Unschuld zurück. Du hast eine reine Seele, du bist ein Kind der Schöpfung. Lass die Vergangenheit los und sieh die Welt mit neuen Augen. Genau das gehört zur Transformation, dass man loslassen kann und sich auf Neues einlässt. Und die weise Frau des Hains, die wir hier als zweite Karte haben, mit der Überschrift Gnade, die sagt euch, du darfst dich entspannen und loslassen, dein Weg ist behütet. Also wir sehen, selbst in diesen zwei Karten ist wieder der Hinweis eigentlich auf Transformation, auf Veränderung, auf Neuerung. Dein Weg ist behütet. Deine spirituelle Größe reift, das Wesen der Gnade entfaltet sich in dir. Ehre mit Freundlichkeit die Wahrheit anderer, selbst wenn du ihre Meinung nicht teilst oder besser weißt. Also mit anderen Worten, dreist, wenn manche sagen, naja, also ich weiß nicht, ich habe das und das gehört, das ist vielleicht doch nicht so. Akzeptiere diese Meinung, auch wenn du genau weißt, dass dein Weg der richtige ist in diesem Fall. Und hier mit dem Wolf haben wir noch die Botschaft, überall um dich herum findest du Unterstützung, selbst wenn sie dir nicht bewusst ist. Das habe ich hier gesagt. Die treuen, loyalen Freunde, die unterstützen dich, die wünschen dir das Glück von ganzem Herzen. Befreie dich von dem Glaubensmuster, dass du die Dinge auf dich allein gestellt bewältigen musst, denn das musst du nicht. Jetzt gilt es, etwaige Risse oder Gräben in deiner Familie zu heilen. Ermutige die Mitglieder deiner Familie und lasse zu, dass andere dich unterstützen. Also auch diese drei Karten zeigen dir genau, bestätigt die Aussage der Überschrift und die Aussagen des keltischen Kreuzes. Auf jeden Fall könnt ihr mit in den Tag nehmen, es wartet Glück und Erfolg. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Liebe für euch. Bis bald.